Unsere Bewerbungsgespräche laufen sehr casual ab. Wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen die Stimmung so zu gestalten, dass es für die Bewerber auch angenehm ist, dass sie sich wohlfühlen, dass das kein besonders steifes Gespräch wird. Der Bewerbungsprozess startet mit einer schriftlichen Bewerbung. Dann wird man zu einem Erstgespräch eingeladen, wo man schaut, passt der Bewerber, die Bewerberin zum Unternehmen und kann das Unternehmen auch den Wünschen der Bewerberin, des Bewerbers entsprechen. Nach diesem Erstgespräch folgt meist ein zweites Gespräch, wo man noch Details klärt und dann wird ein Vertrag ausgehändigt. Wenn man den unterschreibt, ist man bei der Hypo NOE. Die Atmosphäre bei meinem Bewerbungsgespräch habe ich sehr angenehm empfunden und auch sehr locker. Also ich bin wirklich in den Raum hineingekommen und war irgendwie überhaupt nicht mehr nervös. Und ich habe dann sofort gemerkt, ich kann jegliche Fragen stellen, die für mich noch offen sind. Und es war ein sehr guter persönlicher Austausch und ich bin ja mit einem wirklich guten Gefühl dann hinausgegangen. Bei der Hypo gibt es am ersten Arbeitstag einen Onboarding-Prozess, eine Begrüßung durch diverse Abteilungen hier in der Zentrale, einmal ein erstes Kennenlernen. Nach diesem Onboarding kommt man in die zukünftige Abteilung, dort wird man vorgestellt. Und nach einem gemeinsamen Mittagessen wird man dann quasi der Fachabteilung übergeben. Da habe ich dann mal mein ganzes Team kennengelernt und habe auch eine Mentorin zur Seite gestellt bekommen, die meine Ansprechpartnerin Nummer 1 war und die hat mich auch fachlich eingeschult. Es gibt in diversesten Bereichen Mentoring-Programme, zum Beispiel auch für Frauen aus dem Frauennetzwerk heraus. Ja, also bei uns werden die neuen Kollegen und Kolleginnen nicht alleine gelassen, sondern an der Hand genommen, damit sie sich auch gut bei der Hypo oder in der Hypo zurechtfinden. Um in der Hypo NOE tätig zu sein, ist, glaube ich, mal wichtig, dass man ein grundlegendes wirtschaftliches Interesse hat, motiviert ist und auch was anpacken will. Und wir nehmen auch Quereinsteiger. Also es ist jetzt nicht die Voraussetzung, irgendein gewisses Studium zu haben, sondern da Bereiche interessiert, dann unbedingt bewerben und ausprobieren. Ich schaue drauf, ob die Bewerberin, der Bewerber ins Team passt, ob er oder sie ein freundliches Wesen hat sozusagen und ob man gerne mit ihr oder mit ihm zusammenarbeiten würde. In den Geschäftsstellen suchen wir motivierte Personen, vor allem für die Kundenbetreuung. Wir legen viel Wert auf Beratung und dafür braucht man auf alle Fälle die richtigen Leute vor Ort. Und nachdem das auch die nächsten Jahre ganz sicher so bleiben wird, ist man, wenn man gerne mit Leuten zu tun hat, bei der Hypo gut aufgehoben. Die Hypo NOE wird sich beim Bewerbungsgespräch authentisch zeigen und das rate ich auch jeder Bewerberin, jedem Bewerber, denn dann sieht man gleich, ob es passt und ob man im Unternehmen glücklich wird. Mein Tipp für eine Bewerbung ist, auf jeden Fall Erwartungen und Wünsche an- und auszusprechen, um eben herauszufinden, ob man gut zusammenpasst.